Hier habe ich diesmal ein Spiel für euch. Deadwood. Endstation Wilder Westen. Ich habe es mir damals gekauft. Habe es bis jetzt noch nicht gespielt. Es ist zwar ausgepackt, aber wie man gleich sehen wird, von innen müsste noch das ganze Zubehör müsste noch eingepackt sein. So, Deadwood. Endstation Wilder Westen. Das Stahlross kommt nach Deadwood und zieht damit den Abschaum an. Outlaws haben die Kleinstadt Deadwood ins Visier genommen. Denn durch die Anbindung an die Eisenbahn kann aus diesem Drecksnest tatsächlich ein ordentliches Städtchen werden. Und der Geruch des Geldes, das die Bewohner nun in ihr Städtchen investieren, hat die Outlaws angelockt. Angelockt wie Aas die Geier. Rivalisierende Banden übernehmen nach und nach die Stadt und reißen sich den hart verdienten Besitz der Einwohner unter den Nagel. Schießereien auf offener Straße sind an der Tagesordnung, da jede Bande versucht, die lukrativsten Häuser für sich zu beanspruchen, bevor die Eisenbahn die Stadt erreicht. Denn eins ist jedem klar, wenn die Bahn ankommt, dann hat nur einer das Sagen. Der mit den größten Cojones-Eiern, glaube ich, dem schnellsten Colt und der fettesten Brieftasche, falls er nicht vorher niedergeschossen wurde. Du bist derjenige, der in Deadwood das Sagen haben wird? Bist du derjenige, der in Deadwood das Sagen haben wird? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir hier, zack. Haben wir hier einmal die Spielregeln. Ich muss nicht durchlesen gerade. Oh, dann haben wir hier, wie man sehen kann, noch den eingepackten Spielplan. Hier haben wir Postkutschenstation. Ach so, das sind die verschiedenen Betrüger, Gerichtsgebäude, Wahrsagerin. Ich weiß nicht, was es ist. Eine Goldmine. Okay. Und das ist, was ziemlich cool ist, sind diese Würfel, die aus Wundervoll, so wie jeder Würfel aus Holz ist, ist klar, aber sie sind halt nicht lackiert, sie sind halt naturbelassen. Oder habe ich es doch schon gespielt? Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht so wirklich erinnern. Aha, dann haben wir hier Dead or Life Wanted Marker, Geld, Pistolenkugelmarker haben wir hier noch. Alle möglichen Marker. Ich glaube, wir haben es schon gespielt. Ja, und das habe ich keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, das hat irgendwas mit Siegpunkten zu tun. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein interessantes Spiel. Doch, wir haben schon einmal gespielt, doch. Wir haben es nur alles wieder fein säuberlich eingepackt. Normalerweise werfe ich alles einfach nur unordentlich rein, aber bei dem wohl nicht. Ich werde euch das Spiel unten verlinken. Und würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis denn dann.